Geschäftsordnung kreativ auslegt und die eigene Mehrheit nutzt, um mit Tricksen und Täuschen die Opposition auszubremsen, dann ist das kein Zeichen von Stärke, sondern es ist ein Zeichen von Schwäche und zeigt, wie schwach Sie aufgestellt sind als Ampel, meine Damen und Herren. Gleichwohl muss ich sagen, werter Kollege Frey, es war ja gestern im Ältestenrat nicht das erste Mal, dass Sie sich beklagt haben über die Benachteiligung. Ich kann da nur sagen, willkommen in der Opposition. Wir kennen das schon sehr lange. Und wir kennen das auch einer Zeit, da waren Sie noch hier auf der Regierungsbank vertreten und sind mit uns genauso umgesprungen. Muss ich Ihnen das noch mal in Erinnerung rufen, dass Demokratie nicht nur heißt, dass die Mehrheiten zu exekutieren, sondern Demokratie heißt immer auch und zeigt sich immer auch daran, wie man mit der Minderheit im Parlament umgeht. Und Sie treten die Minderheitenrechte hier schon seit Langem mit Füßen. Sie verweigern uns den Vizepräsidenten, Sie verweigern uns die Ausschussvorsitze, Sie drängen uns sogar hinaus aus dem FC-Bundestag. Einzelne unserer Kollegen werden aus der parlamentarischen Gesellschaft herausgedrängt. Das können Sie alles mit Ihrer Mehrheit machen, aber das ist nicht demokratisch. Und erst recht ist es nicht demokratisch, wenn man Parteien sogar verbieten will. Dieser Antrag kommt auch aus Ihren Reihen, und Sie haben den Kollegen nicht zurückgepfiffen. Wer so etwas tut, ist kein guter Demokrat. Er ist ein schlechter Demokrat. Vielen Dank.